Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute schauen wir in den West Wing Adventskalender. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Der kostet 249 Euro. Das ist mal eine Stange Geld, ich sag's dir, ne? Und soll einen Warenwert von über 500 Euro oder um 500 Euro beinhalten. Wir haben hier meistens so Designprodukte drin, manchmal auch ein bisschen Beauty, Food auch eher weniger, aber hauptsächlich geht es hier wirklich um Interior, um irgendwelche Deko und so weiter. Und ich habe jetzt schon sehr viele Nachrichten von euch bekommen, ob ich den auspacke. Yep, hier bin ich. Und ja, weil man holt sich für 249 Tacken nicht einfach mal so ein Vieh. Also, lass uns zusammen reinschauen. Och, wie süß. Es startet hier mit so einer Mühle. Und das finde ich klasse, denn ich hatte tatsächlich auch überlegt, mal solche neuen Salz- und Pfeffermühlen zu kaufen. Hier haben wir von Peugeot France eine Salzmühle. Genau. Bistro MS 10 cm. Und so schaut das Ganze aus. Die Preise versuche ich euch natürlich online zu recherchieren. Ansonsten werde ich euch dann so circa Preise einblenden. Wir haben jetzt aktuell noch welche von Ikea, aber die haben wir auch schon seit Jahr und Tag. Und dementsprechend kommt das ganz gut, wenn man mal so neue hat. Ich finde es hübsch. Da passt natürlich jetzt nicht so super viel rein. Aber wir schauen mal, ne? Am 2. Dezember haben wir von Italia, kenne ich nicht, Tea Light Candle Holder, 60 ml. Also das ist ein Teelichthalter. Schaut so aus. Und ich würde sagen, tatsächlich jedes Produkt für sich ist auch irgendwie so ein schönes kleines Mitbringsel oder ein kleines Geschenk, was man ja auch machen kann, ne? Das finde ich ganz nett. Oh, aber das ist, damit kannst du echt einen erschlagen, das ist ja Wahnsinn. Sehr dickwandig. Und so schaut das aus. Das ist so ein bisschen im, erinnert mich an meinen Punkt tatsächlich, ne? Von der Form hier. Mag ich. Also das ist ein hübsches Teil. Heißt das die Blume des Lebens von der Form her? Ich glaube schon, ne? Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3. Und da haben wir ein Beauty-Produkt drin. Etwas, was ich persönlich auch gut verwenden kann. Das sind drei Scrunchies in sehr dünn von der Marke Slip. Schaut so aus. Ich weiß jetzt nicht genau, aus Silk ist das, also aus Seide, 100%. Das dürfte dann auch recht hochwertig sein, ne? Also ich habe jetzt auch gerade von Lily Silk aus der Kooperation eins immer wieder in Anwendung. Finde ich sehr, sehr angenehm, weil das halt auch echt haarschonend ist. Also ich finde die gut, ich werde die verwenden. Die sehen auch ein bisschen länger aus tatsächlich als reguläre Haargummis oder so, ne? Und ja, ich glaube, das kommt ganz gut. Hier haben wir die Nummer 4. Ja, da frage ich mich auch immer, wie die das hinkriegen, ne? Dass das nicht kaputt geht auf dem Transportweg. Ich meine, letztes Jahr hatten wir sowas Ähnliches drin. Das ist so ein Serviertellerchen von Villeroy und Boch. Genau, das ist einmal dieses hier. Finde ich ganz hübsch, ne? Also ich finde vieles, was hier drin ist, einfach hübsch, weil das sehr stilvoll gestaltet ist. Und da kannst du so Kekse drauf machen und dann so auf den Tisch stellen. Wir hatten heute zum Beispiel auch Besuch, da hätte ich einfach ein paar Kekse drauf drapieren können. Dann hätte das ein bisschen schöner ausgesehen, als wenn man die Kekspackung auf den Tisch stellt. Und ich finde das gut, tatsächlich. Manche finden es vielleicht ein bisschen kitschig, aber es passt halt einfach auch, weil wir dieses weihnachtliche Motiv auch so außen drum herum haben, ne? Das ist schon schön. Also mir gefällt das, aber ich bin halt auch ein mega Weihnachtsfan. Am Tag vor Nikolaus haben wir am 5. Dezember etwas von Keller drin, Urbania. Und ich mag einfach so gerne diese Porzellanhäuschen. Da kannst du Teelichter reinmachen und das ist einfach eine hübsche Sache. Also ich mag's, ne? Das ist einfach so mein Vibe und dementsprechend feiere ich das. Macht auch einen guten Eindruck, weil das Licht, was dann ja auch hier rauskommt, echt schön aussieht, ne? Wenn man vor allem wirklich alles richtig dunkel hat und nur so die Teelichter oder das Teelicht hier drin dann an ist, mag ich das sehr. Sehr, sehr gerne. Das ist schön. An Nikolaus haben wir was ganz Aufregendes von Le Creuset hier drin. Stoneware, Keramik. 250 ml passen da rein. Das ist eine kleine Kasserole. Ist das niedlich? Ja, da kannst du dann irgendwie irgendwas drin machen und das in den Ofen packen. Oder, was auch mein Freund wahrscheinlich machen wird oder würde oder könnte, so, kennt ihr Dutch Oven? Das habe ich immer geschenkt. Sowas kann man hiermit sicherlich auch machen. Kommt drauf an, wie feuerfest das ist. Dass man das auf dem Grill macht, ne? Oh, das ist gar nicht in Rot, das ist in Hellblau bei mir. Interessant. Und da kannst du dann eine Creme Brûlée vielleicht auch so drin machen oder so, ne? Ist halt nur eins. Ich weiß nicht, ob wir hier vielleicht noch ein zweites von finden in dem Adventskalender. Das wäre ja ganz schön, dass man halt wenigstens als Pärchen sowas hat, weil ansonsten hast du halt eins. Am 7. Dezember haben wir einen Stempel drin. Das ist Fancy von Folk Roll. Sehr interessant. Keksstempel. Ach, ein Keksstempel. Das ist ja auch cool.
Dann kann man sich damit selber so seine Spekulatius machen, ne? Oder es halt einfach auf ja, Kekse drauf machen. Dann hast du halt da ein Muster drauf. Finde ich hübsch. Ne? Habe ich noch nie verwendet, sowas. Könnte ich vielleicht jetzt wirklich mal machen. Ich weiß nicht, wie gut sich so ein Holz reinigen lässt. Da könnt ihr mir gerne mal eure Erfahrungen in die Kommentare schreiben. Aber ich finde es sehr, sehr süß mit dem Rientier und dem Tannenbaum. Und ich glaube, das ist ein bisschen... Also es könnte einfach sein, theoretisch, oder? Wenn es so drauf macht. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Und hier haben wir was von Dr. Oetker drin. Und zwar ist das, ja, sind das drei verschiedene Größen von einem Lebkuchenmann. Auch das passt jetzt natürlich dann zu dieser ganzen Weihnachtsthematik, dass man da sich so Lebkuchenmänner selber machen kann. Ich persönlich bin... Also ich kaufe ab und an mal Lebkuchen oder esse es dann auch so auf der Kirmes oder so, ne? Aber ich glaube, selber backen wäre jetzt nicht so mein Vibe. Aber vielleicht komme ich dann irgendwann dazu, wenn Julius ein bisschen größer ist und dann unbedingt Kekse backen will und so. Aber da bin ich eher Team Spritzgebäck. Schreib mir gerne in die Kommentare, was dein liebstes selbstgebackenes Keksgedönsen ist. In der Nummer 9 dürfen wir uns über ein Riesen-Oschi freuen. Eine Kissenhülle. Ach, schön. Scheint auch von West Wing selber zu sein. Designed with love. At West Wing, we want to make your home a truly beautiful home. Das ist nett. Ja, danke schön, dass ihr das möchtet. Also richtig, richtig dickes Material, hochwertiges Material, ne? Finde ich sehr, sehr schön. Gut, in einem 250-Euro-Adventskalender. Leute, haut raus, Krokette. Da hätte ich auch gerne zwei davon gehabt. Aber nee, finde ich sehr schön. Ich mag auch dieses Gewebte. Das fühlt sich auch richtig schön an. Ist eine tolle haptische Sache. Vielleicht zum Draufliegen und Schlummern nicht ganz so angenehm. Aber als Dekokissen kann ich mir das gut vorstellen. In der Nummer 10 darf es mit etwas weitergehen, was ich, glaube ich, letztes Jahr im Juwelkerze-Adventskalender drin hatte oder so. Kerzenlöscher Swing. Das ist natürlich ein super edles Moped. Das, was ich habe, ist bei weitem nicht so hochwertig, glaube ich. Edzard sagt mir nichts. Okay, aber da ist auf jeden Fall so ein Kerzenlöscher drin, was man durchaus auch braucht, ne? Also manchmal... Das ist ja komplett eingepackt. Den lasse ich auch eingepackt, weil der wird weiter wandern, weil ich habe ja schon einen, ich brauche ja keine zwei. Ist halt super sinnvoll. Ne? Manchmal dann rußen die Kerzen, wenn man die auspustet oder keine Ahnung, man verbrennt sich irgendwie, weil man so über Eck und keine Ahnung, alles schon gehabt. Augenbrauen, Wimpern, alles musst du schon leiden. Deswegen finde ich das sehr, sehr praktisch und sinnvoll, ne? Die Nummer 11 ist riesig vom Kläppchen her. Und hier haben wir zwei Tannenbäumchen drin. Das ist Deko, das ist süß, ne? Guck mal, das sind zwei Holztannenbäumchen. Und ich finde, das ist auch nicht zu kitschig. Das ist halt eher so schlichte Weihnachtsdeko, ne? Bolze. Bolze kenne ich auch irgendwie. Die sind mir doch auch immer wieder über die Füße gelaufen bei anderen Adventskalendern, ne? Aber gut, ja, scheint so eine Marke zu sein, die einfach Weihnachtsschmuck herstellen. Zur Halbzeit bekommen wir unseren Pfefferstreuer. Das finde ich auch sehr, sehr cool. Auch wieder von Peugeot France, ne? Das ist dieser hier und dann haben wir Salz und Pfeffer. Sind die in der gleichen Farbe? Mutig, mutig. Da muss man natürlich aufpassen, aber oben steht S und P drauf. Also dementsprechend kann man das dann damit auseinanderhalten. Aber ich finde es klasse, dass wir hier beide drin haben. Und da glaube ich wirklich, dass wir die dann auch verwenden werden. Ich finde es gut. Am 13. Dezember bekommen wir etwas von Saga Form. Das ist eine schwedische Firma und da scheinen so ja, Whisky-Würfel drin zu sein. 9 Stück. Huch, aber was für coole Dinger sind das denn? Super edel. Die scheinen aus Stein zu sein. Wow, das ist edel, Leute. Ich kenne die aus Metall, ich kenne die in Plastik mit Wasser gefüllt, aber aus Stein ist jetzt für mich komplett neu. Und die sind jetzt schon kühl, wenn ich die so anfasse. Und gerade bei Whisky ist es halt so eine Sache, man möchte halt nicht, dass der Whisky verwässert. Und dementsprechend hat man sich halt was überlegen müssen, ne? Dass man halt keine Eiswürfel hat, die sich auflösen, die schmilzen. Oh, ein Säckchen ist auch noch mit dabei. Und deswegen, ja, genau, gibt es sowas. Und sowas in Metall haben Schatzi und ich damals halt auch immer gehabt. Oder halt diese Plastikdinger mit Wasser gefüllt. Ne? Eine sehr schöne Geschenkidee. Joa, am 14. Dezember haben wir Weihnachtskarten drin von Martha's Illustration. Das ist ja theoretisch ganz nett, würde ich sagen. Aber bei 249 Euro, also bei einem Adventskalender, der 249 Euro kostet, finde ich das nicht so gut. Ne? So schön die Karten auch sind, also die Lady... Finde ich total cool, ne? Also das sind halt auch schön weihnachtliche Karten und sicherlich ist es auch nicht unbedingt günstig, aber nee, das ist für mich jetzt ein nicht so gutes Produkt in dem Adventskalender. Nö, das, nö.
Am 15. Dezember wird unser Beauty-Herz erwärmt mit Barbour-Ampullen. Das ist so ein Dreier-Set mit der Hydra Plus, der Multivitamin und der Lift Express-Ampulle. Und Barbour ist eine schöne Marke, das kann man auf jeden Fall gut machen und dementsprechend ist es hier auch gut aufgehoben. Manche beschweren sich tatsächlich auch immer über die Beauty-Produkte in dem West Wing Adventskalender. Ich finde die immer gut. Also ich mag die Scrunchies, ich mag die Ampullen, dementsprechend ist es schon mein Vibe, aber nicht jeder feiert das so wie ich. Boah, die Nummer 16 ist riesengroß. Was da wohl drin ist, Leute? Ein Karton in einem Karton. Nee. Ach nee. Okay. Ja gut. Das. Oh, aber schön. Das ist so eine Servierplatte auch wieder, ne? Von West Wing selber. Also aus der West Wing Collection haben wir hier eine Servierplatte. So ein, du kannst ein bisschen Käse, ein bisschen Häppchen drauf machen. Ein paar Pralinen oder so, ne? Der 7. Dezember ist sehr leicht. Ja, und hier haben wir was ganz Fancy-mäßiges. Ich weiß nicht, es ist, glaube ich, auch eine Firma, also West Wing, die kommen ja, glaube ich, aus den Niederlanden. Und dort ist man ja auch wirklich sehr fancy unterwegs. Ihr habt ja bei dem Höffner Adventskalender den Donut schon so sehr gefeiert. Dann feuerfrei feiert dieses Auto. Es ist einfach mal was anderes, ne? Es ist ein Tannenbaumanhänger und es ist irgendwie ganz süß gemacht, muss ich sagen. Es ist wild, ne? Das ist schon sehr kitschig. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Am 18. Dezember erwartet uns eine Tasse mit Rentieren drauf. Das ist auch ganz hübsch. Ja, von, wie heißt die Marke? PPD and PPD Happy Metal Retro Mug. Genau, das ist nämlich auch so eine, ist das Emaille oder wie heißt das? Ne? Also eine Blechtasse quasi und keine Porzellantasse. Metalltasse, ja, okay. Wir befinden uns am 19. Dezember und ich muss gestehen, dass ich halt immer noch so ein bisschen nach diesem ultimativen Wow-Gefühl suche, ne? Weil bei 250 Euro hätte ich das gerne so ungefähr jeden Tag. Adventure von Sloan Stationery, keine Ahnung, weiß ich nicht, ist das ein Notizbuch oder Notizblock? Den vom letzten Jahr habe ich in reger Anwendung, muss ich sagen, also der wird viel verwendet. Ja, das ist einfach ein leeres Büchlein mit goldenen Seiten. Ne, das ist ganz süß gemacht, muss ich sagen. Ja, kann man als Reisetagebuch verwenden, wenn man möchte zum Beispiel. Herzlich willkommen im 20er-Bereich. Es geht Richtung Heiligabend. Und hier haben wir Serviettenringe Tanne von Edzard. Auch wieder von dem Edzard. Guck mal, das ist der Edzard. So sieht der junge Mann aus. Der ist für die Tannenringe zuständig und der ist auch für den Kerzenlöscher zuständig. Ne? Das ist ja der Felix. Felix ist übrigens ein schöner Name, finde ich. Okay, ich packe jetzt mal einen aus. Wow, also du hast eine Plastikverpackung, du hast Butterbrotpapier und du hast dann auch noch so ein Tempotaschentuch mit drumherum. Und dann hast du hier deine Tannenbaumringe. Das sind halt richtig schöne Serviettenringe. Kann man nicht anders sagen. Sieht sehr, sehr edel aus. Ist bestimmt halt auch nicht so günstig. Sieht auch sehr hochwertig aus, ne? Doch. Für Weihnachten kann ich mir die gut vorstellen, wenn man halt Leute zu Besuch hat, dass man das Ganze halt schön macht, ist es sinnvoll. Der 21. Dezember, hier haben wir, glaube ich, wieder einen Baumanhänger drin. Den finde ich süß. Das ist ein Lebkuchenmann. Auch der ist sehr abgefahren, ne? Also wirklich auch sehr glitzernd und sehr intensiv. Von dem Dekograd her, würde ich jetzt mal so sagen. Ich find den richtig toll. Ich weiß nicht, ob mein Freund den auch so feiern wird. Aber ich finde den auch einfach sehr kindgerecht. Zwei Tage vor Heiligabend erwartet uns noch ein bisschen Beauty. Und zwar von Grown Alchemist. Das sind 20 ml von einem Enzympeeling. Enzympeelings sind wirklich sehr, sehr sanft und angenehm und können dementsprechend halt auch gut verwendet werden von Leuten, die eine sensible Haut haben. Und ich habe euch hier auch mal ein komplettes Video über Peelings abgedreht. Das kommt ganz gut, ne? Dass man sich halt wirklich zwei Tage vor Heiligabend nochmal das Gesicht peelen kann, um da strahlend schön mit sanfter Haut Richtung Heiligabend gehen zu können. I wish. Ein Tag vor Heiligabend, am 23. Dezember, erwartet uns, glaube ich, eine Kerze. Das ist Parks London, Parks Original, Made in England. 1000 Warnhinweise. Ja, 100% natürliches Wachs. Das wird eine Kerze sein, ne? Always. Keine Ahnung, ob das sich auf die Warnhinweise bezieht oder ob die Duftbezeichnung Always ist. Riecht auf jeden Fall richtig gut hier auch schon raus. Da kannst du per QR-Code herausfinden, wie du die am besten anzünden kannst. Riecht sehr, sehr angenehm cremig. Also das ist eine schöne Kerze, ne? So eine kleine,
Die mag ich wohl leiden. Die Nummer 24 sollte schon irgendwie ein Kracher sein. Ich weiß nicht, was wir hier an Wert haben, aber ich hoffe, dass es hochwertig ist. Four Tiered Jewelry Trail. Also du hast quasi vier Ebenen von einem Schmuckständer von Yamazaki. So schaut das einmal aus und du kannst das dann halt schön drapieren, dass du deinen Schmuck da drauf machst und genau, deinen Schmuck dann auf Griff bereit hast, was per se auch sehr schön und dekorativ ist, denke ich mal. Ne? Hier haben wir das. Das ist Plastik. Hier ist Holz. Ne? Da wird es dann gehalten und dann kann man das so sich drehen, wie man es halt so braucht. Hier unten drunter ist nicht Plastik. Das ist eine Steinplatte, würde ich mal sagen. Hier drin haben wir dann auch noch... Es ist scheinbar nicht fest. War da hier schon dieses Schmutzige? Mein Ding ist schmutzig. Aber das ist jetzt eigentlich nirgendwo dran gekommen, wo was schmutzig wäre. Und ich krieg's auch nicht ab. Einfach mal so ein schwarzer Strich. Na toll. Okay, ihr seht ihn jetzt auch. Da. Na gut, es ist wie es ist. So sieht es auf jeden Fall aus. Macht jetzt tatsächlich auf mich einen guten Eindruck. Also, dass man halt ne, schon ein schönes Teil hat. Macht auf mich jetzt aber nicht so einen ultra hochwertigen Eindruck, dass ich denke, oh wow, ja, das ist eine verdiente 24 in einem 250-Euro Adventskalender. Wisst ihr, was ich meine? Das ist eben so mein Ding gerade. Tja, Leute, was soll ich euch sagen? Dieser Adventskalender lohnt sich meiner Meinung nach nicht für 250 Euro. Au. Da könnt ihr euch besser den von Höffner angucken. Da habt ihr für... Ja, viel, viel weniger, ne? Für 99 Euro kostet der ja, glaube ich. Bessere Sachen schon. Also irgendwie hast du da mehr für dein Geld, ne? Schon, hier sind schöne Sachen mit dabei, muss ich sagen, doch. Also diese Servierplatten, diese Tangien und so, ist keine Tangien, aber ist schon schön, ja. Aber es ist jetzt nicht, dass ich sage, oh mein Gott, für 250 Euro hätte ich mir das gekauft, geschweige denn für 500 Euro. Ich war irgendwie die letzten Jahre mehr geflasht. Bin ich vollkommen ehrlich, aber vielleicht seht ihr das ja vollkommen anders und sagt, Mensch, Claudia, hast ein Rad ab, das sind voll die krassen Teile und irgendwie, ne, sollte man das ein bisschen mehr feiern. Klar, die Teile für sich finde ich auch toll, gar keine Frage, aber in einem 250 Euro Adventskalender hätte ich persönlich einfach mehr erwartet als das. Aber wie seht ihr das? Wie gesagt, schreibt es einfach super gerne in die Kommentare, da können wir uns gerne mal austauschen. Ich habe hier... viele schöne Produkte, aber ich habe hier nichts, wo ich sage, das ist mein absolutes Highlight und das wäre jetzt quasi auch so der Anreiz, um euch zu sagen, hau raus, Krokette, kauft ihr den Adventskalender. Nee, habe ich nicht. Ne? Nun, das wäre es ja auch schon gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.